Hallo Leute, herzlich willkommen zu Unnützes Wissen Part 9. Ja, glaub schon. Natürlich. Ja, und dieses Mal rede ich, wie soll ich sagen, über Tiere. Von diesen. Mist, die quietscht nicht. Von diesen Quietschhähnchen bis hin zu, keine Ahnung. Das hier bis zu diesen wunderschönen Viechern, wo ich nicht weiß, was das ist. Ich glaube, das ist ein Eisbär oder so. Wer weiß, was das ist, bitte in die Kommentare schreiben. Aber ganz im Ernst, ich glaube, das sind Vögel. Ja. Und deshalb werde ich jetzt weiterreden. So. So. Leute, mal kurz ganz leise sein, bitte. Vielleicht könnt ihr mir auch das Skin zeigen, oder? Hallo, bitte ganz kurz leise sein, ich habe eine Frage an euch. Bitte ganz leise sein. Zuhören, Frage. So, habt ihr Haustiere? Und wenn ja, zählt bitte mal auf. Nur mal so, damit es nicht zu langweilig wird. Tobias, kommst du? Ich hab Tobias, was habt ihr? Jetzt in Real Life, bitte. Ja, einfach den Weg geradeaus. Beziehungsweise rückwärts. Die nehmen doch einen Ernst, das ist doch schrecklich. Warte hier. Oh. Scheiße, das Stummfalten funktioniert nicht. Ja, gut, ja. Okay. Ja, also Haustiere generell. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr welche habt, wie sie welche zählt auf. Und bitte schreibt in die Kommentare neue Themen. Mhm. Ganz wichtig. Denn ich habe keinen Plan, was ich jetzt noch reden soll. Der Part ist wieder nur 3 Minuten und ich möchte ja mindestens 10 Minuten schaffen. Mindestens. Damit die Parts nicht so kurz werden und wenn man sich ausreichend vorbereitet, dann ist es auch besser. Weil dann hat man mehr zum Erzählen und braucht nicht so lange überlegen. Deshalb rettet die Schildkröten. Sie trocknen jeden Tag aus. Und schreibt dem in die Kommentare. Für jedes Thema 1 Euro. Ich schwöre es. Für jedes Thema esse ich 1 Euro. Nein. Spende ich etwas für diese austrocknenden Schildkröten. Die Armen. Ja. Und deshalb. Das sind wieder nur 4 Minuten. Ach, ich könnte durchdrehen. Okay, dann. Ja, fast 4 Minuten. Ja, okay. Dann beende ich diesen Part an dieser Stelle und ja, ciao.